Wir spielen die Genesis. Die Lage in Justizian war eigentlich bis jetzt relativ entspannt. Relativ angenehm auf jeden Fall bis vor kurzer Zeit. Der erste Richter Archot hat beschlossen, dass das normale, was die ersten Richter so normalerweise tun, für sein Andenken nicht ausreicht. Er ist auch der erste Richter, der am längsten im Amt ist tatsächlich jetzt. Normalerweise lässt jeder erste Richter sozusagen seinen Kopf auf die Richterallee als große Statue bauen und ist damit zufrieden. Archot hat das nicht gereicht. Er ließ sich eine gigantische Statue auf dem großen Kalenderplatz aufbauen. Aus Stein und Stahl. Ein riesiger, sein Oberkörper riesig mit einem Buch und dem Kodex, der vorgereckt wird. Viel beeindruckender. Er will nicht so wie die anderen ersten Richter. Er will nicht einer von vielen sein. Bisschen größenwahnsinnig, aber erstmal nicht gefährlich. Kurz vor der Fertigstellung gab es aber etwas höchst Ungünstiges. Ein Selbstmordattentäter sprengte diesen Koloss, diese Statue. Und der erste Richter, bis dahin von Großmut hauptsächlich getrieben, Großmut von ein bisschen Größenwahn getrieben, aber ansonsten eigentlich sicherlich kein schlechter Mensch. Fiel dem anheim, was vielen Menschen passiert, die zu viel von sich halten und die einen herben Rückschlag erleiden. Ein, zwei kleine Teile seines Geistes zerbrachen. Und gab den Befehl, gegen die Hermedaner loszuschlagen, weil er erfuhr, dass, wie es aussieht, eine Hermedanerin dafür verantwortlich sein sollte, sich dort in die Luft gesprengt zu haben. Und ließ von seinen Richtern den Isaaki, also einen gesegneten Sohn der Hermedaner, ohne Gerichtsprozess an mich hinrichten. Die Chronisten versuchten das noch zu verhindern, aber sind daran gescheitert. Seitdem ist die Stimmung in Justizian unglaublich aufgeheizt. Das Hermedaner-Quartier steht unter permanenter Bewachung von Richtern. Die wenigen Eingänge dort hinein sind mit großen Mengen an Leuten, mit bewaffneten Leuten, die auch sehr angespannt sind, besetzt. Die ganze Stadt ist ein Pulverfass, das jederzeit im Bürgerkrieg versinken konnte. Vor allem da die Clans außerhalb Justizians das natürlich auch mitbekommen. Und der Zweifel der Richter, der durch dieses Attentat geweckt worden ist, spüren, wie Tiere die Schwäche von anderen Tieren spüren können. Es ist auf jeden Fall am Boden hier, in Justizian. Und jeder Funke könnte ausreichen, als dass die ganze Stadt im Bürgerkrieg versinkt. Oder die Clans von außen kommen und dieses Bollwerk der Zivilisation niederreißen. Es ist mitten in der Nacht. Draußen peitschen die Herbststürme über die Stadt und hin und wieder fällt sogar ein einzelner schwerer Wassertropfen zu Boden. Es ist ziemlich kalt und ziemlich ungemütlich, weswegen die meisten Leute, die Decken oder ein Dach über dem Kopf haben, auch gerne drin bleiben. Es ist stockfinster, als es an die Kammer von unserem Advokaten klopft. Hör rein. Aber bist du noch wach? Es ist wirklich tief in der Nacht. Dann habe ich das Klopfen mitbekommen, drehe mich noch einmal in Richtung der Tür, schau mich nochmal um, ob mein Hammer da liegt, wo er liegen muss, und murmel noch einmal. Bisschen verschlafen. Herein. Ja, die Tür geht auf und ein Junge steht da. Sicherlich nicht sonderlich alt. Sicherlich auch noch nicht, wahrscheinlich schon in der Richterausbildung drin. Aber wahrscheinlich noch nicht allzu lange. Ja, er guckt dich an. Er sieht auch aus, als wäre er vor kurzem erst geweckt worden. Advokat Malorn? Ja, werde mich da auch aufrichten auf dem Bett, mich erstmal hinsetzen, ein bisschen strecken. Immerhin muss das wichtig sein. Ja, der Vagant guckt dich an. Ich soll euch sofort wecken. Ich bin wach, was willst du? Du siehst, wie der Junge anfängt zu stammeln. Scheinbar ist ihm nicht mehr so ganz bewusst und kramt dann schließlich einen Zettel hervor, der ziemlich zerknittert und auch ein bisschen feucht ist, und reicht ihn dir. Erhebe ich mich mal vom Bett, strecke mich nochmal ein bisschen und falte auch direkt den Zettel auf. Ja, du siehst auf jeden Fall eine offizielle Richternachricht, wie es aussieht. Unten auf jeden Fall das Siegel eines Schiedsmanns, also eines seiner Vorgesetzten sozusagen, ist darauf geklatscht worden. Und der Text ist auf jeden Fall leicht verständlich. Du sollst auf jeden Fall sofort sofort dein Quartier verlassen und Richtung Stahlmonolith begeben und dich dort in einem Wohnhaus mit einem gewissen Fritz Wagner treffen. Von wem hast du das? Ihr vom Schiedsmann. Vom Schiedsmann.
Unten steht auch deutlich, welcher Schiedsmann das ist. Das ist ein gewisser Schiedsmann, ein Mann aus dem Hause Manteuffel. Das ist eines der großen Richterhäuser tatsächlich. Also die im Senat auch sitzen. Mhm. Sehr, sehr mächtige Leute. Nicht der mächtigste aus dieser Familie wahrscheinlich, aber es heißt auf jeden Fall, dass irgendwas oben im Senat vielleicht sogar, du bist dir nicht sicher, hier scheint es auf jeden Fall gärt. Keine Ahnung, warum sie dich gewählt haben, du bist ein einfacher Advokat. Kann doch irgendwie nicht sein, dass die irgendwie Rechtsberatung brauchen um die Zeit. Ja, dann gebe ich ihm den Zettel zusammengefaltet, noch zweites Mal zusammengefaltet, zurück, verbrenn das. Und streife mir dann meinen Ledermantel über, setzt mir den Hut auf den Kopf und auch die Brille, den Mundschutz, alles vors Gesicht, um dann zu solch später Nacht aufzubrechen, Justitian zu helfen. Ja. Du machst dich also auf den Weg. Du bist irgendwo in einer der Richterhallen untergebracht, wahrscheinlich in der Nähe der alten Burg. Es ist gar nicht so weit, wo du jetzt musst eigentlich laufen. Du wirst aber kaum aus der Tür getreten, als die heftigen Winde dir auch schon ins Gesicht peitschen und die Rostpartikel, ja, die Haut, die halt wirklich noch ungeschützt ist, treffen. Und es fühlt sich ein bisschen an, als würde man durch Schmirgelpapier laufen. Ja, direkt auch wieder das Atemtuch nach vorne ziehen. Mag zwar hier keine Verschwörung geben, aber man weiß ja nie, was man hier einatmet. Ja, unter anderem Rost, was auch bei vielen Leuten zur sogenannten Rostlunge führt oder Staublunge. Viele Leute sterben tatsächlich daran und wenn man dann nur noch Schaum aushusten kann, das ist keine schöne Art zu sterben. Ja. Nochmal den trockenen Staub aus dem Mund einmal abtasten, nach oben ziehen, mit einem kräftigen Ausspucken dann dem Wind entgegenpusten. Den Mundschutz wieder nach oben und dann geht's los. Ja, es ist gar kein Problem, du kennst dich in Justizian ja gut genug aus tatsächlich. Du überquerst die große Hauptstraße nach unten Richtung Stahlmonolith. Wenn du gucken willst, die alte Burg ist zwischen dem Stuckhoffviertel und Brennen. Mhm, hab's. Das ist F. Und marschierst dann nach unten. Kommst auch am großen Anwesen der Familie Manteuffel vorbei. Und biegst dort in eine Gasse ein. Irgendwo hier muss es sein tatsächlich. Und kommst dann ein wenig später zu einem Haus, unter dessen Fenster sich Licht durchschimmert. Du bist dir nicht ganz sicher, aber das müsste es eigentlich sein. Ja, dann gehe ich mal an die Tür, klopfe und ohne auf eine Antwort zu warten, werde ich mal die Tür öffnen, wenn das möglich wäre. Ja, die Tür gegen den Wind aufzustemmen erfordert ganz schön Kraft, aber du bist ja tatsächlich für einen Advokaten nicht so schwächlich. Und du wuchtest die Tür auf und blickst in einen kleinen Innenraum, einen Tisch aus Blech gebaut mit zwei Stühlen, die ebenfalls dort stehen. Im Raum selber stehen zwei Männer schon. Ein kräftiger Kerl mit Kleidung, die ihn eigentlich ebenfalls als Advokaten ausweisen, würdest du sagen. Auch Tintenflecken an den Händen. Auch wenn er ähnlich wie du tatsächlich fast schon zu kräftig gebaut ist für einen Advokaten. Und einem zweiten Mann, der in einer Ecke sitzt und, wie es aussieht, gerade ein Gewehr reinigt. Offensichtlich ein Protektor, würdest du sagen. Ja, dann tippe ich mir mal an den Hut und nehme den auch mal ab, halte ihn so ein bisschen vor meinen Bauch. Abend. Ich wurde gerufen, einbestellt vom Senat. Abend. Der kräftige Kerl mit den Tintenflecken an den Fingern kommt dir entgegen und reicht erstmal die Hand. Hinter euch heult übrigens der Wind weiterhin durch die offene Tür. Ja, dann wird die ziemlich lässig mit dem einen Fuß wieder zugeschoben, dicker Stiefel, wie ein bisschen vorgestellt, und dann mit dem einen, es ist mehr noch der Ellenbogen, versuche ich dann den Riegel wieder vorzuschieben. Und wenn der Gelehrte mir mit den Tintenflecken auf der Hand entgegenkommt, gebe ich ihm auch die Hand. Sind das Tintenflecken oder ist das blaue Farbe? Es ist natürlich Tinte, würdest du sagen. Okay. Hätte ja sein können, dass er irgendwann mal Dieberei oder sowas. Ja, es ist natürlich Tinte. Und es ist nicht die ganze Hand, ist natürlich nicht eingefärbt. Mhm, ja, er mustert dich kurz. Ich vermute Advokat Malorn. Richtig, zu solch später Stunde, wer auch sonst. Ich bin Advokat Fritz Wagner. Gut, dass ihr so schnell kommen konntet. Wisst ihr genaueres? Ich habe auf jeden Fall Anweisungen für euch. Aber warten, ja, ich setze euch kurz ins Bild, auf jeden Fall.
Erstens müsst ihr wissen, dass das, was wir hier machen, etwas ungewöhnlich ist, wie ihr sich euch denken könnt. Na, wenn es direkt vom Senat kommt, dann werde ich es nicht in Frage stellen. Ich bin mir nicht mal sicher, von wem genau unsere Anweisungen kommen. Auf jeden Fall von oben. Ja, der Mann seufzt und setzt sich dann auf den Stuhl. Na, setzt euch doch auch. Jo, dann ziehe ich mir den Stuhl mal so zurecht, dass ich die Tür im Blick habe und auch den Rest des Raums, falls da noch andere Fenster oder Türen dabei sind, trommel dann so ein bisschen auf dem Blechtisch umher, ungeduldig. Ja, muss natürlich kurz, atmet nochmal durch. Es gab einen Mord. Sicherlich nichts Ungewöhnliches in Justizian, aber der Zeitpunkt ist äußerst ungünstig. Und das Opfer auch. Ich hole mal mein kleines Zettelchen, ein paar, ja, abgegriffenes Büchlein hole ich mal raus, greife mir mal einen Stift und fange mal an, mir meine ersten Notizen zu machen. Schau dann wieder auf. Mord, Opfer, mehr Informationen. Es ist einer von uns. Ein Richter. Er nickt. Position. Man hat die Leiche beim Technikzentrum gefunden. Technikzentrum. Das ist ganz frisch, nicht mal eine halbe Stunde her. Ich Welche habe. Position hatte er? Welchen Rang? Ich weiß nicht, er war auf jeden Fall ein Richter, so viel wir sagen können. Ich habe mir die Leiche noch nicht angesehen. Ich bin nur angewiesen worden, euch so schnell wie möglich hierher zu holen. Es das heißt, dass ihr sowohl mit Worten als auch mit anderen Dingen gut umgehen könnt. Gut. Wann fahrt ihr raus? Ebenso ungewöhnlich wie dieser Mord ist, wären auch meine Ermittlungstaktiken, aber dazu später mehr. Erzähl mir erstmal, was du weißt. Ich weiß, er soll schrecklich verstümmelt worden sein. Verstümmelt. Was Und wurde ihm es heißt immer abgetrennt? noch. Ich weiß es nicht, ich habe die Leiche nicht gesehen. Nichts. Das heißt nur, dass die Hermedaner es gewesen sein sollen, als Rache für den Isaaki, den sie umgebracht haben. Naja, auch sonst. Ihr könnt euch denken, dass das für viele Leute sehr, sehr ungelegen kommt. Ich will keinen offenen Konflikt mit den Hermedanern riskieren und wie es aussieht, wollen noch viele andere Leute im Senat das nicht. Auch wenn der oberste Richter es vielleicht anders sieht. Das hier ist inoffiziell. Das hier muss diskret aufgeklärt werden. Und wenn die Yamedana schuld sind, muss der Schuldige diskret bestraft werden. Das heißt, es gibt kein Gericht. Ich bin das Gericht, ja. So will ich das nicht sagen. Findet den Schuldigen, berichtet mir, wer es war, und der Rest wird erledigt werden. Okay, ich halte mich Ja, an den Kodex. währenddessen siehst du auf jeden Fall den Richter, der da in der Ecke sitzt und sein Gewehr reinigt, wie er, wie es aussieht, fertig ist und jetzt eine Pistole aus seinem Gürtel zieht und gleich mit der verfährt. Er guckt nicht mal in eure Richtung, aber du bist dir ziemlich sicher, dass er sehr aufmerksam zuhört, was ihr da redet. Irgendwie ist der Mann dir auch ein bisschen unheimlich. Habe ich wahrscheinlich noch nicht gesehen. Wir sehen sowieso alle gleich aus, ne? Ja, ähnlich auf jeden Fall. Wie viel hast du denn Geheimnisse? Nichts. Ja, dann kannst du dir keinen Reim aus diesem mysteriösen, finster wirkenden Richter in der Ecke machen. Okay. Auf jeden Fall, du kannst dir sicherlich denken, dass die politischen Probleme, die jetzt gerade auf dich abgewälzt werden, sicherlich nicht einfach zu tragen sein werden. Ja, ich kenne das Spielchen. Ich meine, ich spiele es ja auch oft genug. Dann brauchst du dich einfach nur jemanden finden, auf den ich es abschieben kann. Das ist vielleicht nicht das Dümmste tatsächlich. Währenddessen Erase. Du hast ja auch deine Anweisung tatsächlich bekommen. Und bewegst dich jetzt wahrscheinlich ebenfalls auf das gleiche Gebäude zu. Ja, ich klopfe dann dreimal an die Tür. Die Kapuze, das von dem Umhang tief ins Gesicht gezogen gegen den Sturm und die Rostpartikel. Herein. Ja, ich öffne die Tür, beziehungsweise warte, bis der Riegel vorgezogen wird und trete dann ein. Der gleiche kleine Raum wie vorher, ziemlich schmucklos, ziemlich nüchtern. Drei Richter, die hier drin sitzen, auch ordentlich als Richter zu erkennen. Lass dich gerne mal beschreiben, Malorn.
Ja, Malorn sieht tatsächlich aus wie jeder andere Richter auch, der dir schon hier in der Stadt über den Weg gelaufen ist. Jetzt gerade hat er seinen Schlapphut abgenommen. Du kannst kurzgeschorenes blondes Haar erkennen und einen stechenden Blick. Er ist wohl ziemlich, ja, kriegerisch möchte man nicht meinen, aber zumindest hat er viel in seinem Leben gesehen und die Dinge haben ihn gezeichnet, sodass er dir erstmal nur zunickt und er wirkt halt unberechenbar, wie jeder andere Richter auch. Ja, hereingekommen ist ein Herr auf den ersten Blick unbekannten Kultes, einen langen Umhang an, 3 Tage Bart, mehr oder weniger fettige Haare und hat eine ganze Menge Dreck im Gesicht. Sieht aus wie eine Mischung aus Metallstaub und Schmieröl. Ich wurde hergeschickt, um Anweisungen zu erhalten. Nee, ja, ihr müsst der Söldner sein. Der In der eine Mann, Tat. der mit den blonden Haaren, dem ja, dunkelblonden Bart, steht auf. Ich bin Fritz Wagner, Advokat. Darf ich vorstellen? Advokat Malorn. Zeigt auf Malorn. Malorn, wir haben uns die Freiheit genommen, jemand anzuheuern, der euch begleitet und sozusagen, wenn es ungemütlich wird, ein bisschen Muskelkraft für euch bereitstellt. Grace, was für dich natürlich ein bisschen seltsam ist, Malorn wirkt es nicht unbedingt wie der typische Advokat auf dich. Er hat eher so eine Protektorenstatur. Okay. Ja, der Söldner ist auch relativ breit gebaut, breitschultrig. Scheint nicht der Schwächste zu sein. Nennt mich einfach Buck. Buck. BAK. Normalerweise suche ich mir meine Partner selbst aus, aber schön, dass du mit an Bord bist. Muskeln. Also, worum geht's hier? Da wird Richter Malorn euch so weit einweihen, wie es notwendig ist. Der Fritz Wagner wirft auf jeden Fall dir einen eindringlichen Blick zu Malorn. Du kannst dir denken, dass das Ganze auf jeden Fall wahrscheinlich ein bisschen diskreter behandelt werden soll. Also gut, es ist schon spät. Lass uns gehen. Wir können alle Fragen auf dem Weg klären. Gut. Ja, bevor man rausgeht, ziehe ich mir erstmal wieder meinen Hut auf den Kopf und natürlich dann auch wieder den Atemschutz davor. Zum einen, um meine Identität zu verbergen oder nicht jedem mein Gesicht zu zeigen und zum anderen natürlich auch wieder gegen den Staub in der Luft. Auf dem Weg unglaublich schweigsam, auch wenn du mich drauf ansprichst auf irgendetwas, ich werde einfach nicht antworten. Einfach nur in Richtung Technikzentrum mit meinem Finger deuten. Ja, er ist auch nicht der Gesprächigste, folgt dir schweigend, hat das Halstuch wieder ein bisschen über die Nase gezogen, um den Staub nicht einzuhalten, die Kapuze ins Gesicht. Wirkt alles in allem vielschichtiger, als man es sonst in Gegenwart eines Richters hat. Ja, währenddessen wird der Wind tatsächlich schneidender und verheult durch die Gassen und Straßen des Tizians. Ja, streicht über die Blech- und Stahldächer hinweg und pfeift um den Stahlmonolithen und das große Technikzentrum. Und als wäre das Ganze nicht genug, fallen jetzt die ersten Schneeflocken vom Himmel. Viel früher, als es eigentlich sonst im Jahr ist. Eine fast bittere Kälte fällt förmlich vom Himmel herab. Ich ziehe euch mal Richtung Technikzentrum. Ja, einfach mal in Richtung Mitte. Ich weiß, dass da wohl irgendwie ein riesiger Müllberg zu finden ist. Von da aus kann man sich immer mal weiterfragen, wenn man irgendwen braucht. In den Gassen selber kenne ich mich nicht aus, aber die Schrotter werden schon wissen, wo es Ja. hingeht. Ja, ist natürlich niemand auf den Straßen unterwegs. Und als ihr schließlich am Technikzentrum ankommt, in dieser großen Müllberg in der Mitte, wo halt der Schrott abgeladen wird, der nichts wert ist, seht ihr auch schon mehrere Personen mit Fackeln dort stehen. Offensichtlich Richter. Zwei kräftige Gestalten, Schlapphut auf dem Kopf, Tuch hochgezogen bis zur Brille. Beide, der eine auf den Hammer gestützt, der andere, in der Hauswand lehnend, beide eine Fackel in den Händen und beide Musketen über dem Rücken. Und gucken auf jeden Fall aufmerksam, als ihr näher kommt. Der eine kommt euch auch tatsächlich entgegen und
ja, reicht dir die Hand, Malorn, und ruft dir entgegen. Es ist ja ziemlich, der Wind ist ziemlich laut. Wird auch Zeit, dass ihr kommt. Wir stehen hier schon ewig. Gut, dass ihr hier seid. Ihr könnt gehen. Sagt, was ihr hier sollt. Ja, wir wissen Bescheid. Ihr könnt gehen. Danke. Okay. Es kommt aber irgendwann demnächst ein Spitalier, der sich die Leiche angucken soll. Oh, wenn er Ahnung von uns hat, dann habt ihr die Leiche abgedeckt. Ja, natürlich. Gut. Dann habt ihr jetzt frei. Danke fürs Aufpassen. Okay. Ja, man sieht, dass es den beiden nicht ganz so schmeckt, dass du sie einfach ohne Erklärung wegschickst. Da wissen die auch nicht so recht, was sie vor sich geht. Ja, nochmal, bevor sie dann gegangen sind, mit meinem Hammer ein bisschen herumspielen, nach links, nach rechts gucken, ob in der Dunkelheit vielleicht irgendwelche Schrotter lauern, sich nicht raustrauen, uns beobachten. Ich gehe einfach davon aus, dass überall irgendwelche Augen sind, die schauen, was zur tiefer Nacht dann hier vorgeht. Ja, ich mache genau das Gleiche, so dass man vielleicht den Schrottberg gleichzeitig umrundet, dass sich niemand hinten dran verstecken kann. Ja, du hast den Schrottberg auf jeden Fall so hälfte und so umrundet, als ja am Boden ein dunkelgraues Tuch auffällt. Mhm. Eine schwere Wolldecke, die da hingelegt worden ist und irgendwelche Umrisse, die darunter zu erkennen sind. Ja, dann stelle ich mich erstmal davor, Stiefel an Stiefel, also meine Stiefel an die Stiefel desjenigen, der da liegt, deute dann mal in Richtung von ihm mit meinem Hammer, schau dann zu Erase. Okay, ich werde mir das jetzt ansehen. Achte du weiterhin auf die Gassen. Jawohl. Trete dann ein bisschen nach vorne, knie mich ab und werd mal langsam und vorsichtig erst das Gesicht freilegen und dann den Rest des Körpers. Ja, du legst das Gesicht frei und was dir entgegenguckt, ist auf jeden Fall nicht schön anzusehen. Ein Gesicht mit zwei tiefen Stichwunden und drei Schnittwunden, die clownartig sozusagen leicht versetzt parallel nebeneinander durch das Gesicht gehen. Das eine Auge ist komplett zerschnitten, die Nase selbst ist gar nicht mehr vorhanden und auch Teile der Zähne sind, wie es auch wieder rausgebrochen worden. Das heißt, ihm fehlt ein Auge, ihm fehlt die Nase und ein Stück vom Kiefer? Ja, also das Auge ist nicht, das Einzige, was tatsächlich fehlt, ist das Stück der Nase. Okay. In den Schädel gedrückt oder abgerissen? Hast du jetzt Ahnung von Medizin? Darfst du mir gerne mal würfeln. Schauen wir mal nach, was ich so in Medizin habe. Verstand ist 3, sind 4 Würfel. Dann würfel doch mal. Na, 2 Erfolge. Sieht tatsächlich eher aus wie abgeschnitten. Okay. Und Auge, wie gesagt, hattest du gesagt. Und ist das in einer Linie nach unten oder ist es auf einer Seite? Ja, das ist also so schräg, was Gesicht sind. Okay, also das linke Auge, Nase als Mittelpunkt und dann die rechte Kieferseite, okay. Ja. Ja, dann schaue ich mir mal an, ob der Rest vom Körper noch da ist. Also irgendwas abgerissen, Hände, Füße, Beine. Ja, du guckst ja, du ziehst die restliche Decke weg und der Anblick, der sich bietet, ist natürlich nicht viel schöner. Lass mir mal kurz eine Probe auf Psyche plus Glaube würfeln. Ich glaube, du bist Glaube, oder? Psyche und Glaube sind auch nochmal 4 Würfel. Jo. Das sieht gut aus. 2 Stück. Ja, du unterdrückst den Würgereiz. Du bist jetzt tatsächlich wenig mit aktiven Mordopfern beschäftigt. Du bist ja ein Advokat. Du bist eher ein Rechtsgelehrter. Du verfasst Gesetzestexte, kopierst Dinge, berätst Leute in Gerichtsprozessen. Das ist deine Aufgabe. So aktiv mit Leichen und Leichenmorduntersuchungen hast du eigentlich weniger zu tun. Auf jeden Fall mit der Seite, die du gerade betätigst, mitten in der Nacht an Mordorte gerufen zu werden, an Tatorte, das ist eher für dich sehr ungewöhnlich. Ja, ich mache auch schnell wieder die Decke drüber. Vor allem ist es auch einer von meinen Brüdern und nicht irgendwer. Das kommt eben erschwerend dazu. Was du natürlich erkannt hast, der Typ trägt seinen Ledermantel, der aber auch Einschnitte aufweist, lange Tiefe. Es ist ja gar nicht so viel Blut tatsächlich da, wie du gedacht hast, aber es ist trotzdem genug, um diesen Würgereflex in dir loszutreten. Es riecht nach Kupfer und Metall und ah. Ja, es ist halt gerade wirklich echt widerlich. Decke wieder drüber, es soll sich dann der Spitalier ansehen. Das ist jetzt gerade erstmal nicht meine Aufgabe. Ja, währenddessen oder einige Zeit davor sogar wenden wir uns jemand anderem zu. Und zwar
offiziell Famulant Jonathan, der aber von allen Dr. Johnny genannt wird. Du hast bis spät in die Nacht tatsächlich gearbeitet. Normaler Schlafrhythmus ist was für normale Menschen. Für Menschen, die nicht dein Genie teilen. Auf jeden Fall warst du der einzige Famulant, selbst die ganzen anderen Ärzte sind schlafen gegangen, der noch wach war. Es ist draußen am großen Autopsiehalle im Spital an die Tür hämmert. Ja, mit der Gasmaske auf dem Gesicht, ohne den Filter reingedreht, wird er einfach zur Tür gehen und die Tür aufreißen. Er stört! Da draußen siehst du einen Richter stehen, wie es aussieht, dicht mit einer Staubschicht bedeckt. Er sieht aus, an der Vorderseite hauptsächlich. Guck dich kurz an. Wir brauchen jemanden, der eine Leiche anguckt. Du bist schon so Autops Dingsbums. Ja. Und zwar schnell. Ich verstehe. Man macht die Tür wieder zu, legt den Riegel wieder vor und begibt sich wieder an seine Arbeit. Hey! Du hörst wieder, wenn die Tür gehämmert wird. Dann geht man wieder zur Tür. Reißt die Tür auf mit den Worten, wer stört? Ja, ich! Ja. Wir brauchen einen Arzt, einen Spitalier. Das habe ich verstanden. Seid ihr keiner? Ich bin Famulant, Dr. Johnny. Kennt ihr euch mit Leichen aus? Ja. Ja, kommt mit, los! Jetzt? Ja, wann denn sonst? Ah. Der Typ zieht sein Tuch herunter. Ja, kommt los! Das ist wichtig! Wartet kurz, ich hole meine Ausrüstung. Baff, ist die Tür wieder zu. Du kannst draußen so einen leicht gedämpften Wutschrei hören. Ja, man holt seinen Rucksack, hängt an den Rucksack sein Fungizidgewehr und seinen Spreizer dran. Und dann steht man auch 10 Minuten später mit frisch reingedrehtem Filter in die Gasmaske vor der Tür und öffnet wieder die Tür zum Richter. Ja, der hat sich inzwischen natürlich so gut es geht irgendwie Schutz vor den Staubwinden gesucht. Unter allem, zu allem Übel hat es ja auch angefangen an zu schneien. Seltsam, so früh so im Jahr sollte es eigentlich noch nicht schneien. Auf jeden Fall ist es draußen ziemlich kalt, du spürst die Kälte fast sofort durch deinen Neoprenanzug beißen. Aber es ist noch auszuhalten.